Hi, das hier ist ein fantastisches Flanksteak gefüllt mit Paprika, Feta-Käse und leckeren Dingen. Und wie ihr das macht, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier sind jetzt die Zutaten, die ich für mein gefülltes Flanksteak brauchen werde. Los geht's natürlich mit dem Fleisch und da habe ich hier ein unfassbar schönes Flanksteak liegen. Ich drehe euch das mal hier zur Seite, dass ihr mal die Marmorierung ein bisschen besser sehen könnt. Das ist wirklich ein Traum. Ist ein Angus-Rind gewesen und also US-Beef, der absolute Knaller. Und ja, die Füllung wird ähnlich wie den Don Marco Pimentos de Padron werden. Nur, dass ich keine Pimentos de Padron nehme, also keine Bratpaprika, sondern hier diese süßen Paprika. Und damit das Ganze ein bisschen Feuer bekommt, habe ich hier eine Jalapeno. Wir brauchen dann wieder Cherry-Tomaten, Knoblauch, Feta-Käse und das Don Marco Schafskäsegewürz. Bisschen Olivenöl brauchen wir noch, bisschen Salz und Metallspieße. Die habe ich hier schon liegen, die legen wir gerade beiseite. Denn als erstes kümmere ich mich jetzt um hier die Paprika bzw. auch die Tomaten. Eine Gusspfanne habe ich schon auf dem Grill zum Aufheizen und dann würde ich sagen, schnibbeln wir mal los. So, legen wir los mit dem Knoblauch. Den hacken wir klein. So, Knoblauch ist klein gehackt. Kümmern wir uns als nächstes um die Jalapeno. Und da nehmen wir das volle Programm. Das heißt also, das Kerngehäuse nehmen wir mit. Dadurch, dass es nur eine Jalapeno ist, denke ich, sollte das mit der Schärfe vereinbar sein. Und die schneiden wir jetzt einfach nur klein. Und zu guter Letzt kümmern wir uns um unsere Mini-Paprika. Und die schneide ich jetzt einfach nur in feine Scheiben. Auch da, das, was an Kerngehäuse da ist, darf drin bleiben. Dass wir dann einfach hier so ein paar Streifen bekommen. Die werden gleich in der Pfanne eh zusammenfallen dann. So, Paprika sind vorbereitet, Jalapenos sind klein und Knoblauch ist klein. Jetzt haben wir hier noch unsere kleinen Cherry-Tomaten. Die zupfe ich jetzt gerade von den Stielen runter. Und dann bekommt jede von diesen kleinen Tomaten einen kleinen Stich, weil wenn die dann gleich in die Pfanne kommen und aufplatzen, dann platzen sie wenigstens an dieser Stelle auf und explodieren nicht. Also einfach gerade mit dem Messer überall einen kleinen Stich reinmachen. So, alles vorbereitet, alles geschnitten, rüber geht's an die Pfanne. So, hier habe ich also eine Gusspfanne auf dem Keramikgrill drauf und da gebe ich jetzt ein wenig Olivenöl rein. Und wir schwitzen den Knoblauch kurz an. Wir wollen den gar nicht, dass er dunkel wird, sondern einfach nur, dass er ein bisschen Farbe bekommt. Und dann kommen auch schon die Jalapenos und die Paprika dazu. Die Paprika lassen wir jetzt in der Pfanne schön weich werden. Das braucht so 5-6 Minuten. Und so lange machen wir mal den Deckel zu. So, kurze Zeit später sind unsere Paprika schon schön weich. Ganz fertig sind sie noch nicht, das macht aber nichts. Wir geben jetzt die Tomaten mit dazu. Und lassen die jetzt mitgaren, dass sie dann schön anfangen zu schmelzen. Das braucht jetzt so ungefähr 5-6 Minuten. Und so lange machen wir den Deckel wieder zu. Während die Tomaten jetzt in der Pfanne gerade garen bzw. dann so aufploppen, kümmern wir uns jetzt um das Flanksteak. Wie ihr sehen könnt, habe ich das schon ein bisschen getrimmt bzw. auch ein bisschen geputzt, das überschüssige Fett ein bisschen zurückgeschnitten. Und jetzt geht es darum, ich möchte das Flanksteak ja füllen. Das heißt also, wir müssen uns jetzt eine Seite suchen, wo wir ansetzen, um eben den Schnitt zu machen, dass wir es auffächern können. Dafür brauchen wir ein dünnes, scharfes Messer. Und dann setze ich jetzt hier also an der Seite an und schneide das Flanksteak auf. So, und jetzt schaut euch mal diese Marmorierung an. Die ist ja schon fast unanständig. Absolut großartig, lege ich jetzt gerade beiseite und wir schauen nach unserer Pfanne. So, hier haben wir jetzt die Pfanne.
mit den Paprika, den Jalapeno, Knoblauch und den Cherry-Tomaten. Und da gebe ich jetzt hier den Feta-Käse mit rein, bröckel den da einfach drüber. Dann habe ich hier das Don Marco Schafskäsegewürz. Da geben wir eine ordentliche Ladung drüber und rühren das Ganze schön durch, dass sich das alles miteinander vermengt. Und alleine das hier wäre jetzt schon ein mega Gericht. Die Tomaten sind jetzt so weich, die können wir einfach mit dem Löffel jetzt einfach gerade zerdrücken. So, das hier wird die Füllung für unser Flanksteak. Optisch ist die Füllung jetzt nicht unbedingt ein Highlight, aber Leute, ich kann euch sagen, geschmacklich ist das der absolute Oberknaller. Und sehr wahrscheinlich werden wir nicht alles von der Füllung brauchen, aber wir haben hier schon ein Baguette liegen und diese Füllung dann auf das Baguette gestrichen, nochmal kurz auf den Grill. Leute, glaubt mir, das ist der absolute Knaller. So, Zeit, unser Flanksteak zu füllen. Das heißt also, klappen das auf und geben jetzt hier von dieser Füllung in das Flanksteak rein. Müsst aufpassen, dass wir da nicht zu viel nehmen und natürlich auch nicht zu wenig, aber so, dass wir es halt gleich auch noch wieder verschließen können. Das heißt also, wir klappen das dann zu, sehen, dass das hier einigermaßen bündig ist, drücken die Seiten an. Und jetzt kommen hier diese Metallspieße ins Spiel. Und da habe ich einmal hier so einen ganz langen Spieß. Das heißt, ich fange hier hinten an der Ecke an und gehe dann wirklich so im Abstand von einem Zentimeter, fädel ich den da quasi durch. So. Dann haben wir jetzt hier noch die Seiten von dem Flanksteak. Auch da gilt es, das Ganze natürlich zu verschließen. Gleiches Spielchen mit dem Spieß, so im Abstand von einem Zentimeter das Ganze so auffädeln. Wenn ihr da kürzere Metallspieße habt, ist das sicherlich kein Schaden. So, das Steak haben wir jetzt soweit verschlossen. Jetzt wird es auf der Außenseite noch gesalzen. Und im Hintergrund lasse ich jetzt gerade schon den Keramikgrill richtig auf Temperatur kommen, damit wir da gleich ein schönes Branding auf Steak drauf bekommen. So, beide Seiten gesalzen, Steak ist fertig vorbereitet. Jetzt geht's rüber an den Grill. So, den Grill habe ich ordentlich vorgeheizt. Und da kommt jetzt unser Flanksteak drauf und wir grillen es ordentlich an. So, kurze Zeit später ist es dann mal Zeit geworden, unser Flanksteak zu drehen. Da müssen wir jetzt ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen, damit wir das ordentlich gedreht bekommen. Aber schaut euch das an. Das sieht schon ziemlich gut aus. Und das kriegt jetzt quasi von der anderen Seite auch nochmal richtig Schub. Und dann machen wir den Deckel nochmal zu. So, 3 Minuten von jeder Seite, würde ich mal sagen. Wir messen mal kurz Fieber. 51,9, wir können das sehen. 52, das ist genau der richtige Moment, das jetzt vom Grill runterzunehmen. Und dann lassen wir es noch kurz ruhen und dann schneiden wir es an. So, wie ihr sehen könnt, das Flanksteak hat jetzt eine Temperatur von 54, knapp 55 Grad. Und das ist dann der Moment, wo ich es auch aufschneiden will. Das wird großartig. So, als erstes ziehen wir mal an der Seite hier die Spieße raus. Und dann würde ich sagen, setze ich mal das Messer in der Mitte an, dass wir es mal aufmachen können. Hier oben drückt es schon die Füllung raus. Großartig. So, Achtung, dann machen wir das mal zur Seite. So sieht das Ganze von innen aus. Mit der Füllung, Leute, ich kann euch sagen, der Duft ist einfach nur phänomenal. Und ja, da würde ich sagen, wird jetzt probiert.
So, jetzt habe ich mal ein Stück abgeschnitten hier von diesem gefüllten Flanksteak und jetzt wird probiert. Mega saftig. Leichte Schärfe durch die Jalapeno, die ist also ganz klar spürbar, aber nicht übertrieben. Und Leute, wirklich, diese Kombination ist der Knaller. Das Fleisch war natürlich eine absolute Granate, ne? Also US-Flank, richtig schön marmoriert und mit der Füllung. Pure Glückseligkeit. Das solltet ihr auf jeden Fall mal probieren. Und da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß an dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und freue mich den Kommentar. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, könnt ihr das gerne da oben in der Ecke nachholen. Das war's für dieses Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.